grüße Sie recht herzlich hier im Ball und Brauhaus Watzke. Mein Name ist René Rotzinger, ich bin Küchenchef hier im Haus und ich werde Ihnen heute unser gefülltes Watzke Steak vorstellen. Für die Zubereitung benötigen wir ein Stück vom parierten Schweinerücken, eine Metzgerzwiebel, Gewürzgurken, Bautzener Senf und eine grobe Leberwurst vom Hausmetzger. Anschließend wird das Steak dann paniert, üblicherweise mit Mehl, Ei und Semmelmehl. Als erstes nehmen wir den parierten Schweinerücken. Diesmal ist es ein kleines Stück. Wir schneiden ein kleines Steak ab oder zwei. Die Art und Weise des Schneidens nennt man Schmetterlingsschnitt. Dann plattiere ich das kurz von beiden Seiten. Nicht zu sehr, um das Fleisch nicht zu verstürmen. Das Ganze dann leicht mit Salz und Pfeffer würzen. Dann gebe ich überall einen kleinen Löffel Senf dazu. Dann kommt die Zwiebel. Mit der Zwiebel zwei schöne dünne Ringe abschneiden. Ich nehme nur das Innensegment heraus, dass die Zwiebel letztendlich nicht aus dem Steak hervorrutscht. So. Dann kommt, wie gesagt, eine ungefähr 1 cm dicke Scheibe der groben Leberwurst. Pelle natürlich abmachen. Auch die kommt in das Steak mit hinein. Und zum Schluss nehmen wir die Gewürzgurke. Schneiden 1, 2, 3, 4 dünne Scheiben ab. Schneiden diese in kleine, dünne, feine Streifen. Und geben die auf die Leberwurst oben drauf. Dann klappen wir das ganze Steak zu. Schön leicht andrücken. Und dann haben wir den ersten Teil der Arbeit schon geschafft. Bevor wir mit dem Panieren anfangen, habe ich hier eine Pfanne vorbereitet. Das ist eine beschichtete Pfanne und würde schon mal das Gas anmachen, damit die Pfanne dann zu braten heiß ist. Dann kommen wir zum zweiten Teil, das Panieren des Steaks. Wir geben Mehl in eine etwas größere Schüssel, zwei Eier. Einmal kräftig aufschlagen. Und das Paniermehl. Als nächstes das vorbereitete Steak kurz im Mehl andrücken, damit das Ei besser hält. Abklopfen das überschüssige Mehl, kurz im Ei wenden. Und dann mit Paniermehl andrücken. Einmal kräftig zudrücken, damit das Paniermehl hält. Ich gebe in die Pfanne etwas Öl und etwas Butterschmalz. Das ist für den besseren Geschmack. Sie sehen oder hören schon, dass die Pfanne schon heiß ist. Ich gebe beiden Steaks in die Pfanne. Lasse sie ruhig auf kleiner Flamme schön langsam vor sich hin braten. Das Steak von jeder Seite ca. 3,5 bis 4 Minuten braten und ruhig zwischendurch mal schauen, ob es denn nicht von unten schon schwarz geworden ist. Nein, wunderbar, so wie es sein muss. Während die Steaks in der Pfanne braten, können wir die vor uns übrig gebliebenen Zwiebelringe kurz im Mehl wenden und geben sie dann mit in die Pfanne zu den Steaks. Schauen, dass die Steaks wirklich schön goldgelb werden und nicht verbrennen. Noch die Zwiebelringe vorsichtig drehen. So, und schon haben wir es gleich geschafft. Unsere Steaks sind jetzt fertig und wir können sie anrichten. Dazu geben wir sie auf eine Platte. Das andere würde ich nochmal durchschneiden.
Fantastisch. Genau so soll es aussehen. Zum Schluss angeröstete Zwiebelringe drüber. Passend dazu eine kleine Sauciere hausgemachte Soße. Empfehlen kann ich dazu unsere hausgemachten Zwiebelbratkartoffeln mit einem kleinen Salatbouquet, einer Zitronenecke und etwas Feldsalat garniert. Und fertig ist das Gericht. Guten Appetit! Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de